Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar hat ja Jones Jones ein Statement hochgeladen wegen seinem Polizeieinsatz zwecks des Videodrehs bei dem Kiosküberfall. Und zwar hat er jetzt da ein Statement rausgehauen. Ich habe ihm das ganze Statement gegeben. Zusammen müssen wir uns das jetzt nicht anschauen. Im Endeffekt ging es darum, dass er gesagt hat, ja, dass er auf jeden Fall daraus gelernt hat, dass es nicht so lustig war, wie es vielleicht auf den ersten Moment scheint, dass sie fast auf ihn geschossen hätten, bei einer falschen Bewegung oder. Wie gesagt, dann hat er sich noch dazu geäußert, dass er auf jeden Fall daraus gelernt hat und so weiter und so fort. Er hat gemeint, er wusste nicht, was man so mit der Polizei alles absprechen muss und was nicht. Dazu muss ich jetzt sagen, also meine Meinung ist, wer einen Kioskfall oder so inszeniert, also es oder mit echten Waffen spielt. Ich meine, Samra wurde, glaube ich, auch bei seinem Katalea-Dreh in Tschechien oder so hochgenommen. Ich meine, irgendwie hält es niemand für nötig, da der Polizei wenigstens kurz Bescheid zu sagen. Da wollen die lieber mit so SEK-Einsätzen konfrontiert werden. Ich meine, bei sowas ist doch klar, da sollte man definitiv Bescheid geben. Ich meine, klar gibt es Gesetze, bei denen das strittig ist, ob man das jetzt echt machen muss. Zum Beispiel, wer viel Bargeld mit sich führt. Ich glaube, ab 5000 Euro war das. Ich bin mir nicht sicher, welche Summe das war. Müsst ihr eigentlich der Polizei melden, dass ihr mit so viel Bargeld rumlauft. Ich meine, macht keiner, wer sich ein Auto für 20.000 kauft, geht nicht zur Polizei. Ja, ich habe jetzt 20.000 dabei. Ja. Wie gesagt, aber gerade bei sowas, meiner Meinung nach, ist es ja eigentlich klar, dass man das melden muss. Wie gesagt, er hat auf jeden Fall daraus gelernt. Was ich gut finde, dass er das Ganze den jungen YouTubern mitteilt, dass sie nicht auch so einen Fehler machen. Das finde ich echt gut. Im Endeffekt ist das Statement eigentlich mehr für die YouTuber geeignet als für seine Zuschauer. Ich meine, die schauen sich das halt an, aber die YouTuber können daraus lernen und nicht den gleichen Fehler zu machen. Feiere ich auf jeden Fall. Wie gesagt, meine Meinung dazu, man hätte es auf jeden Fall wissen müssen, dass man das melden muss. Aber nun gut, Respekt auf jeden Fall, dass sich das Ganze, dass sich seine Abonnenten von alleine aufgebaut hat. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. In diesem Sinne, das war meine Meinung dazu. Folgt mir gerne auf Instagram, abonniert meinen YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.